Eltern da draußen, wenn euch eure Kinder um ein Stück Brot zum Essen bitten würden, gebt ihr ihnen stattdessen einen Stein? Wahrscheinlich nicht. So steht es in der Bibel bei Matthäus und ich musste gerade an diese Stelle denken, weil ich nämlich hier inmitten vieler Steine direkt am Wasser in meinem Urlaub auf Phillip Island sitze. Und Urlaub mit Kindern, ich glaube, alle Eltern kennen das, ist nicht immer so entspannend, wie man sich das vorstellt, sondern man geht durch viele Ups and Downs. Es gibt Tage, an denen man von den lieben Kleinen etwas genervt ist und an Tagen, an denen einem das Geben leichter fällt. Und genauso ist es auch mit unserer Nahrung. Und ich denke mir, dass das eigentlich ein recht schönes Zitat aus dem Matthäus-Evangelium ist, weil wenn wir all das um uns herum, das heißt unsere Arbeit, unsere Freunde, unsere Kollegen, unsere Chefs und auch uns selbst mit richtiger, wertvoller Nahrung versorgen, mit Aufmerksamkeit, mit Liebe, mit all dem, was wir haben, stets versuchen, das Gute in dem zu sehen, was uns das Leben bietet, auch wenn es manchmal nicht leicht ist, die Krise als Chance zu sehen, dann werden wir merken, dass aus solchen Steinen manchmal Anerkennung, Zuversicht, Freundschaft, Wertschätzung, Akzeptanz, vielleicht auch Liebe wächst.